Ja, da macht gerade jemand dein System kaputt. Das ist ja schade, oder? Echt schade. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion, Folge 18. Haben diesen schicken Wagen. Und fahren jetzt erstmal zu Sky Larsen. Kann interessant werden, Freunde. Kann ja sehr interessant werden. Und der fährt sich ja echt direkt. So, da sind wir ja. Ja, kein Unfall gebaut. So muss das. Du hast dein Ziel erreicht. Der Blumenkomplex. Sie hat sich die ganze Zeit bei Blumen versteckt? Seit Larsen, nun ja, mich an Blumen verkauft hat, hat sie eine enge Verbindung zum Unternehmen. Das wird ja immer besser. Das sind ja wirklich coole Infos, aber dieser Ort ist riesig. Vielleicht können wir irgendwas von ihren Servern holen und die Auswahl eingrenzen. Natürlich, Kinderspiel. Kinderspiel, wie gesagt. Wo denn hin? Ah, ist fantastisch. Okay, hacke den Bloom-Server. Ja, warum nicht, ne? Ist ja schon mal eine dicke Mission. Mist, ich komme weiter hier, oder was? Auch Kameras geben. Nichts. Interessant. Was? Körperliche Interaktion erforderlich, um hier durchzukommen. Heißt, ich komme um meinen Hausbesuch nicht herum, ja? Hm. Nicht. Die entschuldigt sich wenigstens. Super. Könnte interessant und hart werden. Nice. Hier ist auch noch ein Eingang. Ach. Psst. Augen auf. Er ist hier. Ja, ist natürlich toll jetzt. Da komme ich halt nicht hoch ohne Drohne. Da nehmen wir uns doch die Chance. Kann hier aber nichts machen, ne? Mist. Ach, das ist doch scheiße.
das Tor kann ich dadurch nicht aufmachen. Digga, ich komme dann mit der Drohne nicht raus. Da gibt es einen anderen Weg. Ja. Mann! Hier klappt es also nicht. Sehr abartig, dass jetzt so viele sind. Hört das jemand? Naja, komm. Ja, so, verkackt, Alter. Schickt mir Verstärkung! An alle Einheiten! An alle Einheiten! Fahren Sie zum Alarmstandort! Das sehe ich mir an. Ja, ist okay. Wo ist denn das jetzt? Als ob ich jetzt von hier nicht dahin komme, Mann. Was ist denn das? Digga, ist da echt. Der Alarm einen eigenen Willen. Seh mich trotzdem mal ein wenig um. Wow, was ist das denn? Bitte Verstärkung. Position eines 1033. Anweisungen folgen. Ich bin nur eine Zelle, Junge. Bist du lebensmüde? Gib auf!
Kann halt nicht sein. Ist dieser scheiß Server. Holen wir uns die Ratte. Drohne, Suchprotokoll initiieren. Wir sollten weiter suchen. Was auch immer ich da gerade entsperre. Jetzt sind wir schon mal hier. Ist ja schon mal besser als vorher. Jetzt komme ich aufs Dach und wer weiß. Das kann ich auch sehr gerne entsperren. Vielleicht bringt es uns ja später nochmal was. Naja. Scheiß Server, Mann. Kann es doch jetzt nicht sein hier. Wo steht der scheiß Server? Der will in keinem Gebäude sein. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Gott sei Dank. Aber ist halt so, aber. Wahnsinn. Okay, dann müssen wir es damit machen halt. Aha, hier haben wir doch den Server dann wohl. Aha. K ist der Server, eiskalt. Toll, und wir haben alle fertig gemacht. Ja, war auch okay. Fand ich auch gut. Schön. Eine Videodatei haben wir. Ich freue mich sehr, dies mit Ihnen teilen zu können, verehrter Forscher. Die Anlage wird eine Erweiterung meines Quantencomputerlabors sein und andere Projekte beherbergen, die ich in dieser Präsentation nicht erwähnen möchte. Diese Immobilie ist wirklich sehr wertvoll. Es ist, als hätten Sie nur darauf gewartet, dass ich sie entsprechend nutze. Was hat Lars nur mit geheimen unterirdischen Anlagen? Also wirklich? Finde einen Aufzug, der dich nach unten zu ihr bringt. Gut, aber dann haben wir ja wenigstens schon mal aufgeräumt. Oh, nö, es sind wieder neue gespawnt. Na toll. Deine Identität wurde erfasst. Fien ist zwecklos. Ja, na dann. Na dann.
Keine Konkurrenz, Freunde. Keine Konkurrenz hier. Jetzt bin ich gespannt. Das Spiel hat schon ein paar geile Sachen zu bieten, ey. 90% nicht gut genug. Lade Prozessortemperatur. Verdammte Scheiße. Sie lädt sich selbst hoch. Oh, fuck. Nur noch ein paar Minuten, dann ist sie unsterblich. Wenn du ihren Upload nicht abbrichst, können wir sie und Projekt Daybreak nicht aufhalten. Ja, durchaus belastend, sagen wir so. Scheiße. Bringt wahrscheinlich nichts, gegen die zu kämpfen, ne? Ja. Deaktiviere die linke Hälfte. Ja, machen wir erstmal so. Probieren wir es mit Hacken. Oder, ja. Okay. Ach du Kacke, das ist so ein großer Kreis. Hey, du hast ja eine Goldmine an Daten gefunden. Ich schnapp mir so viel wie möglich, während du die Welt rettest. Jemand eine Idee, wie es weitergeht? Der neurale Upload läuft durch die Quantencomputer in diesem Labor. Wenn wir die hacken, verhindern wir, dass diese Psychopathin zu einer KI-Superintelligenz wird. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Was bringt mir das? Ich sehe nichts. Ich brauche ich. Kann hier arbeiten. Okay, Moment nochmal hier. So, okay. Das heißt, hier läuft jetzt theoretisch was. Bringt ja aber nichts. Wir können aber den ja so machen. Was war das? Die Qubits und Verbindungen trennen sich. Das ist kein Zufall. Ja, da macht gerade jemand dein System kaputt. Das ist ja schade, oder? Echt schade. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. Oh, das tut mir aber leid. Ja, das ist jetzt ziemlich belastend für dich, ne? Du scheinst schlechte Laune zu haben. Wie die linke Hälfte. Muss ich da rangehen jetzt, oder was? Scheiße. Okay. Ja, tut mir jetzt leid für dich, ne? Aber... Leite Speicherzugriff um. Mir reicht's. Aufhören. Scheiße! Ich bin unter Beschuss! Scheiße! Ja. Scheiße, ich bin ganz allein! Nein! Sie ist doch tot! Verdammt! Die Spaß! Dieser Spaß trifft dich! Digga, wäre doch so viel einfacher gewesen. Ja, komm, der Geile muss wieder rein hier. Boah, jetzt muss ich wieder in dieses scheiß Gebäude. Das wäre so viel einfacher gewesen, wenn die einfach gestorben wäre. Die kommt natürlich hier, und das Magazin ist leer. Boah, leck mir am Arsch. Ja, ist okay, leck mir am Arsch, leck mir am Arsch, leck mir am Arsch. Gott sei Dank haben wir eine Gesundheitsfürsorge.
Lächerlich. Wirklich. Wieder unnötig. An. Deine Bekanntschaft hat wohl einiges einstecken müssen und liegt jetzt im Krankenhaus. Steht einige Zeit nicht zur Verfügung. Wenn du clever bist, solltest du einen Sanitäter für das Team rekrutieren. So verkürzt du den Krankenhausaufenthalt und holst das Teammitglied wieder ins Team. Mach die Sache nicht noch komplizierter! Ja, ich werde es beherzigen. Denke ich. Okay, es ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen belastend. Wir werden beschossen. Ich weiß, wo du bist. Mehr! Muss schon euretwegen das alles nochmal machen. Komm schon. Ja, komm jetzt gar nicht her. Mist, mein andere hat da so eine gute Pistole. So, jetzt nochmal. Ich muss das jetzt nicht alles von vorne machen, oder? Das würde ich sowieso jetzt erstmal sagen. War es das für diese Folge, Freunde? In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Ich von aus, ich muss diesen Kreislauf nochmal machen, kann das sein? Probiere ich die beiden aber lieber davor zu besiegen. Und würde sagen, nächste Folge geht's hier weiter. Ah ne, jetzt müssen wir die rechte Hälfte machen. Okay, gut. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal.